Schönen guten Tag und vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag, sehr gerne. Die Energiepreise schießen durch die Decke. Auch für Lebensmittel müssen wir immer tiefer in die Taschen greifen. Die Regierung hat ein Entlastungspaket jetzt ins Rollen gebracht. Die ersten Zahlungen sind bereits geflossen. Ist das denn genug? Es ist sicher, das muss man der Regierung zugestehen, einiges passiert. Und es ist mit diesen Einmalzahlungen sehr viel Geld den Menschen zur Verfügung gestellt worden. Die Frage darf man aber stellen, haben das immer die Richtigen bekommen? Und das kann man natürlich verneinen. Da ist ganz viel Geld an Menschen gegangen, die es nicht brauchen, die nämlich sehr gut verdienen. Nämlich auch wenn sie in der Kategorie eines Nationalratsabgeordneten verdienen, haben sie extra Familienbeihilfe bekommen, bekommen sie einen Klimabonus, dann Teuerungsausgleich und verschiedene andere Dinge. Wenn man das Geld also zielgerichteter ausgegeben hätte, dann hätten auch mehr Leute etwas bekommen, die es dringender nötig haben. Welche Personengruppen sind denn besonders von den Teuerungen betroffen? Naja, bei denen, wo es bisher schon knapp war, ist es natürlich jetzt noch knapper. Nicht? Wo jetzt schon das Geld knapp gereicht hat für Miete, Strom, Gas und Lebensmittel, wird es jetzt sehr eng. Da müssen sich einige einschränken. Da müssen sich viele Menschen beim Einkaufen sehr gut überlegen, was sich noch ausgeht. Das sind Menschen, die eine kleine Pension haben, Menschen, die ein kleines Einkommen haben, weil sie wegen Betreuungspflichten nicht mehr arbeiten können. Und das sind natürlich Leute, die beispielsweise im Monat 800 oder 1000 Euro zur Verfügung haben, bei denen wird super eng. Lange Zeit haben gerade auch die NEOS die Abschaffung der kalten Progression gefordert. Sind Sie jetzt damit zufrieden, dass das bald kommen wird? Ja, erstens kommt es nur zu zwei Drittel. Und zweitens wollen wir das rückwirkend haben. Nicht? Das müsste mit 1. Jänner 2022 gemacht werden und nicht erst nächstes Jahr, weil ja die Menschen jetzt schon unter der Inflation leiden und das Geld gleich brauchen und nicht erst irgendwann. Jetzt hat der erste große Konzern bereits angegeben, dass teilweise die Teuerungen, die in den Raum gestellt werden, gar nicht gerechtfertigt sind. Ich spiele da auf das Unternehmen Spar an. Sehen Sie das auch so, dass sich manche Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt in dieser schwierigen Zeit eine goldene Nase verdienen, während andere nicht wissen, wie sie die lebensnotwendigen Dinge kaufen können? Das ist sicher so, dass der Marktteilnehmer ihre Position auszunützen versuchen. Man darf auf der anderen Seite sagen, wenn jemand seine Produkte an die Firma Spar verkauft, hat er natürlich auch kein kleines Gegenüber. Und Unternehmen wie Spar oder Rewe haben eine sehr große Verhandlungsmacht, ihrem Lieferanten zu sagen, nein, zu diesem Preis nehmen wir das Produkt nicht. Das ist alles auch keine Einbahnstraße. Und jeder der Marktteilnehmer, die Produzenten auf der einen Seite und die Händler auf der anderen Seite, haben ihre eigenen Interessen. Jetzt wird öfter mal auch von Preisdeckeln gesprochen. Halten Sie solche Maßnahmen für zielführend? Es ist mir in der Geschichte der Ökonomie kein Preisdeckel bekannt, der funktioniert hätte. Das können Sie versuchen, aber es wird nicht klappen. Am Ende haben Sie meistens zu wenig übrig dann von dem Gut, auf das sie einen Preisdeckel gesetzt haben. Die Energiepreise steigen, auch die Preise für Diesel und Benzin. Jetzt sind sie zwar aktuell wieder etwas nach unten gegangen, dennoch wissen viele nicht, wie sie sich das Autofahren, auch wenn sie darauf angewiesen sind, in Zukunft noch leisten können. Sehen Sie das als durchaus einen, ja, auch gerade was die Ökosozialsteuer betrifft, halten Sie das für einen guten Weg, dass man jetzt eher die Menschen dazu bringt, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen? Oder sehen Sie da eher die Problematik, dass viele, die darauf angewiesen sind, sich andere Dinge dadurch nicht leisten können? Niemand steigt auf öffentliche Verkehrsmittel um, weil der Sprit jetzt 1,70 Euro kostet. Die Frage ist, gibt es eine Verbindung zwischen den Orten, zwischen denen ich unterwegs bin? Und das ist das Problem. Es gibt in Österreich in ganz vielen Regionen einen schlecht ausgebauten öffentlichen Verkehr. Und wenn der gut wäre, würden ihn auch mehr Menschen nützen. Und um was Unpopuläres auch zu sagen, man muss schon ganz genau überlegen, wenn Sie sich die Kosten eines Autos anschauen, wenn Sie ein eigenes Automobil haben, dann ist der Sprit bei den Gesamtjahreskosten Ihres Autos
ein vergleichsweise kleiner Teil. Also den Unterschied macht es nicht aus. Es macht einen wesentlich größeren Unterschied aus. Erstens, was für ein Auto Sie haben und zweitens, ob Sie überhaupt eines haben. Das eingeführte Klimaticket ist sehr gut angekommen bei den Österreicherinnen und Österreichern. Dennoch, man sieht, dass die Kapazitäten der Bahn gar nicht dafür ausgelegt sind, dass so viele Menschen jetzt tatsächlich mit der Bahn fahren wollen. Finden Sie, dass hier auch Leonore Gehwessler nicht gut vorgesorgt hat? Oder war das eine Situation, mit der man nicht rechnen konnte? Das war offensichtlich, dass das eintreten würde. Bahnfahren, Busfahren war schon bisher in Österreich günstig im internationalen Vergleich. Die Menschen haben kein Ticket gebraucht. Die Menschen hätten eine Verbindung gebraucht. Alle, die eine Verbindung haben, weil sie beispielsweise an der Westbahn wohnen, dürfen jetzt halt noch billiger fahren. Aber die, die in abgelegenen Gegenden wohnen, wo vielleicht nur zwei Busse am Tag fahren, denen geht es immer noch nicht besser. Und man hätte das Geld nicht in billige Tickets stecken sollen, sondern in bessere Verbindungen. Herr Lorca, ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch. Danke Ihnen. Wiederhören.